Auf diesen Zettel hat Brüssel gewartet. Fein gewichtet nach Partei, Region, Geschlecht. Jeder Wunsch ist erfüllt, zugleich aber beschwört die künftige Chefin ihre Unabhängigkeit und die der Kommissare. Sie sind jetzt Europäer, die in erster Linie im europäischen Interesse handeln. Der Beweis steht noch aus. Ursula von der Leyen holt sich drei mächtige Stellvertreter. Franz Timmermans für das Klima, Margarete Vestager für Digitalisierung und Wettbewerb, Valdis Dombrovskis für Wirtschaft. Viel Einfluss gibt sie auch der Tschechin Věra Jourová als Kommissarin für Grundwerte und Polens Janusz Wojciechowski als Agrarkommissar. Der Ire Phil Hogan wird zuständig für Handel, also auch für das Verhältnis zu Großbritannien nach dem Brexit. Er wird ein sehr fairer, aber ein entschlossener Verhandler sein. Die Tschechin Jourová muss dagegen erst beweisen, dass sie ihre Nachbarn in Osteuropa zur Einhaltung der Grundwerte bringt. Ich erwarte, dass die Europäische Kommission auch mit der Neubesetzung ein klares Signal ausgesandt wird, dass diese Verteidigung des Rechtsstaatsprinzips auch in der neuen Kommission ein Topthema wird. So wie von der Leyen brauchen auch Kommissare die Zustimmung des EU-Parlaments. Wackelkandidaten sind schon ausgemacht. Zum einen haben wir den ehemaligen Justizminister aus Ungarn, der also daran beteiligt war, die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu schleifen. Die polnische Kandidatur ist ebenfalls problematisch. Da gibt es finanzielle Unregelmäßigkeiten, die dann noch beleuchtet werden müssen. Nebenbei verkündet von der Leyen, die Kommission tage fortan papierlos, was nicht ausschließt, dass sie für die Presse weiter Zettel drucken lässt, wenn nötig auch mit neuen Namen.